Ziemlich viel Wut und Unverständnis ist bei den Vertretern der letzten Generation in den vergangenen Tagen buchstäblich entgegengeschleudert worden. Denn die Aktionen von Festkleben bis Beschmieren historischer Wahrzeichen sorgen zwar für Aufmerksamkeit, aber eben auch bei immer mehr Menschen für immer weniger Verständnis für ihr Anliegen. Aber Tatjana, dennoch hat die Klimaschutzgruppe ihre Aktionen ausgeweitet, auch heute wieder in Berlin aktiv. Seit 7 Uhr gibt es 10 Blockaden in der ganzen Hauptstadt und die ganze Woche über soll es ja in Berlin zu diesen Störaktionen im Berufsverkehr kommen. Allerdings scheint es so zu sein, dass die Polizei im Vergleich zu gestern ein bisschen besser vorbereitet ist. Das Brandenburger Tor vollgeschmiert, am Asphalt angeklebt oder wie hier gefährliches Schneiden und Ausbremsen auf der Autobahn. Die letzte Generation strapaziert viele Gemüter. Ein Autofahrer griff nun zum Reizgas. Gegen ihn wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Dass harte Gewalt angewendet wird, war vermutlich nur eine Frage der Zeit. Für einige sind die Klimakleber eine Protestgruppe, für viele andere jedoch eine Vereinigung, die zu kriminellen Mitteln greift. Wie hier, als das Rollfeld vom Flughafen BER Alarm gelegt wurde. Die Meinungen zur sogenannten letzten Generation gehen weit auseinander. Ich finde, das ist ehrlich gesagt kriminell. Das ist eigentlich mehr Vandalismus, weil demonstrieren für Klima kann man auch anders. Die Protestaktionen sind schon lange keine harmlosen Taktiken mehr. Die letzte Generation geht unternehmerisch vor. Einige Mitglieder sollen Geld erhalten für die Tätigkeit, zwischen 800 und bis zu 1.300 Euro im Monat. Erst diese Woche kommt raus, ein Freiburger Unternehmer hat der Gruppierung mehr als 300.000 Euro zukommen lassen. Der Kollege Müller-Fock hat diese Frage genau gestellt, ob das nicht letztlich Beihilfe bzw. Finanzierung von Straftaten ist. Die kann man stellen. Also an Geld mangelt es im Augenblick der letzten Generation nicht. Und auch die Polizei kritisiert die Mittel der letzten Generation. Weil das alles bis ins Detail geplant ist und weil diese Situation durch analytisches Vorgehen dann eben auch so entstehen. Insofern reden wir nicht von Amateuren, sondern von Profis. Diese kriminelle Vereinigung, die ja nun mal auch gerichtlich erstinstanzlich festgestellt worden ist, die wird ja gar nicht weiterverfolgt. Die letzte Generation wird weiterkleben, das steht fest. Denkbar, dass Szenen wie diese in anderen Ländern schlimmer enden könnten. Und damit schauen wir hier in Berlin an einen der größten Verkehrsknotenpunkte zum Ernst-Reuter-Platz, nämlich Alina Quast ist direkt vor Ort. Alina, als wir vor einer knappen Stunde geschaltet haben, da waren gerade einige dieser Klimakleber von der Straße gepflückt worden. Kleben da jetzt wieder welche? Nein, also die Polizei hält hier die Anhänger der letzten Generation in Schach und sie haben auch sofort eingegriffen. Also es ist gar nicht dazu gekommen, dass sich ein Anhänger der letzten Generation überhaupt festkleben konnte. Was passiert jetzt gerade? Es werden hier jetzt die Personalien aufgenommen. Hier sehen wir jetzt noch 5 Anhänger der letzten Generation. Und wenn wir einmal hier rüber blicken, dann sieht es so aus, dass die Aktivisten hier rübergebracht werden und auf der Seite dann erst einmal festgehalten werden. Die Polizei möchte hier erstmal von allen die Personalien kontrollieren. Dann wird natürlich innerhalb der Polizei abgestimmt, was als nächstes passiert. Oftmals werden dann die Anhänger der letzten Generation zur Wache gebracht für die weiteren Aufnahmen der Personalien und weitere Besprechungen. Wie sieht es sonst im Rest Berlin aus? Ich habe eben einmal mit der Polizei gesprochen. Also es waren ja 20 Blockaden geplant. Es ist jetzt so, dass am Rosenthaler Platz wohl noch Klimakleber an der Straße heften, aber auch in Prenzlauer Berg. Also vielerorts müssen sich die Autofahrer auch noch darauf gefasst machen, dass noch die Straßen blockiert sind. Alina, danke für diese ersten Eindrücke an diesem Dienstagmorgen zu den Aktionen der radikalen Klimakleber. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.